Herzliche Grüße aus Uganda. Wir vertrauen, dass es dir gut geht, dass du frohen Mutes bist, dass du wie die Jünglinge im Feuerofen sogar mit Gott tanzen kannst. Auch inmitten dieser verwirrenden Umstände. Ihr Lieben, ich habe vor einigen Tagen mit Geschwistern aus Israel telefoniert und es war mir eine große Not zu fragen, wie seht ihr diese Weltsituation? Was glaubt ihr, was Gott vorhat? Und mein lieber Freund Dean sagte mir, Maria, wir sehen das Ganze folgendermaßen. Der erste Exodus war, als die Kinder Israels in Ägypten das Blut des Lammes auf die Torpfosten geschmiert haben und dadurch der Todesengel vorbeiging. Danach kam ein großer Exodus. Sie kamen heraus aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei. Der zweite Passover war, wie Jesus mit den Jüngern das Abendmahl gefeiert hat, das letzte Abendmahl. Da wurde sein Blut vergossen für uns und wir wurden freigesetzt von dem Fluch der Sünde. Jesus hat alle Schuld auf sich genommen und sein Blut hat uns reingewaschen und gibt uns die Gnade durchzubrechen in eine neue Dimension, nämlich ein Leben aus der Kraft Gottes. Und jetzt sagen sie, 2020 ist das dritte Passover. Und zwar wird die Welt befreit von dem Fluch des Egoismus, der Selbstgerechtigkeit, von falschen Götzen. Und danach kam immer ein Exodus, immer eine Freisetzung. Und so glaube ich, dass Gott möchte, dass wir das Verlorene zurückholen. Es heißt immer in Wort Gottes, aber es verhält sich mit der Übertretung nicht wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Sündenfall, Adam, seinen Fehltritt, seinen Verstoß, die vielen gestorben sind, wie viel verschwenderischer ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk, das durch Jesus Christus kommt und vielen reichlich und überfließend zu ihrem Besten zuteil geworden ist. Das steht in Römer 5,15. Und wenn du in einer Verluststräne steckst und jemanden brauchst, der dir sagt, wie du wieder herauskommen kannst, dann geh zu Gott. Er ist der Experte bezüglich dieser Sache. Er hat mehr Verluste erlitten als irgendjemand, der je gelebt hat. Denke mal darüber nach. Er verlor Luzifer, seinen hochgestellten, gesalbtesten Engel. Und als Luzifer fiel, verlor er auch noch ein Drittel seiner übrigen Engel. Dann verlor er den Mann und die Frau, die er geschaffen hatte und denen er sich mit aller Liebe zugewandt hatte. Und weil er ihnen die Herrschaft über die Erde gegeben hatte, verlor er mit ihnen auch die Erde. Wie immer du das ansehen willst, es gab noch viel mehr Verluste. Doch trotz alledem ist Gott kein Verlierer. Er ist der größte Gewinner aller Zeiten. Weißt du warum? Weil er weiß, wie man das Verlorene zurückholt. Er weiß, wie man das Gesetz des Gebens und Empfangens anwendet, um Verluste in Gewinne zu verwandeln. Im Lukas 6,38 heißt es, gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß. Und das ist das kraftvolle Prinzip, welches Verluststränen bricht. Er hatte jede nur erdenkliche Möglichkeit zur Verfügung, um das Verlorene wieder zurückzuerlangen. Er hatte alle Weisheit und alle Macht zur Verfügung. Doch aus all dem wählte er es, das Gesetz des Gebens anzuwenden. Er gab das Unersetzbarste, das er hatte, seinen einzigen Sohn. Dann verband er dieses Geschenk mit seinem Glauben. Und als das Gesetz des Gebens und Empfangens durch Jesus erfüllt war, erhielt der allmächtige Vater durch seinen eingeborenen Sohn nicht nur seinen eingeborenen Sohn zurück, sondern dazu noch Millionen anderer Söhne und Töchter. Und ich vertraue, dass du auch dazu gehörst. Ich gehöre dazu. Sei nicht verzweifelt über deine Verluste. Löse sie auf, dieselbe Weise, wie Gott es tut oder es tat. Gib und setze damit das machtvollste Prinzip des Universums ein, auf das es für dich wirksam werden kann. Ich möchte dazu jetzt im Johannesevangelium 3,21 lesen. 3,12 bis 21.
Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und ich glaube, wir müssen alle übereinstimmen, dass das geschehen ist in den letzten Jahren in zunehmendem Maß. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott sind. Ihr Lieben, die Frage ist wirklich, sind wir Geber oder sind wir Konsumenten? Ich glaube, die ganze Welt ist extrem konsumsüchtig geworden. Alles muss mich befriedigen. Alles muss mir das geben, was ich erwarte. Und ich glaube, Gott richtet unser Herz wieder aus auf die Dinge, die wichtig sind. Und er will wieder das Zentrum sein. Er will alles für uns sein. Er ist ein eifersüchtiger Gott, ihr Lieben. Und im 2. Korinther 9,8 heißt es, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Und Jesus sagt uns, so das lesen wir im Johannesevangelium 10,10, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen und das Leben in aller Fülle. Im 3. Johannes 2, lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Ihr Lieben, Gott ist ein guter Gott. Er ist der beste Vater, den es gibt. Er ist der liebendste Gott. Aber er hasst Sünde. Und deshalb dürfen wir jetzt durch diese Korrektur gehen. Gott ruft die ganze Welt zu sich in einer Weise, die zwar schwer übertrieben wird. Zum Beispiel in Uganda, wir haben keinen einzigen Todesfall, auch nicht in Israel. Und auch sonst sind die Zahlen übertrieben. Bei jeder Grippeepidemie sind bisher mehr Menschen gestorben als mit diesem Coronavirus. Und in 50 Jahren, wenn man die Statistiken anschaut von den vergangenen Jahren und schaut, wie Menschen in 2020, 2019 gestorben sind, wird keiner erkennen, dass wir diesen Coronavirus hier hatten. Ihr Lieben, unser Vater ist noch viel besser wie unser irdischer Vater. Und selbst ein guter irdischer Vater will, dass es seinen Kindern gut geht, dass sie geliebt sind, dass sie erfolgreich sind. Und wie viel mehr der Vater im Himmel. Und warum erleben so viele wenige Menschen diesen segnenden Gott? Was ist der Schlüssel, um in den Strom des Segens zu kommen? Und davon lesen wir im Hebräer 11,6. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Die, die ihn suchen und lieben, wird er also belohnen. Das sind jetzt schon einige Jahre her. Meine Tochter Angel war 2 Jahre und wir haben gerade eine Reise nach Europa geplant, wo ich viele Termine hatte zum Predigen und sie kam mit mir. Am Tag unserer Abreise haben wir uns noch mit unseren Mitarbeitern und in unserer Kapelle versammelt. Wir waren um unseren Gebetstisch herum und haben alle unsere Hände auf dem Tisch gehabt und haben gebetet, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen. Und ihr Lieben, plötzlich spüre ich, wie etwas in meine Hand gelegt wird. Ich hatte den Schlüssel unseres Hauses auf dem Tisch. Meine Tochter nahm den Schlüssel und gab ihn mir in die Hand. Ich machte meine Augen auf und sah, dass es Angel war. Ich sagte, Herr, willst du etwas zu mir sagen? Sprichst du zu mir? Und er sagte, ja.
Die Schlüssel zu deinem Leben liegen in deiner Hand. Ich durfte das ganze Leben erfahren, dass der Schlüssel zum Segen Gottes wirklich in meiner Hand liegt. Wenn wir Gottes Anweisungen erfüllen, wenn wir ihm glauben, dass er gut ist und er wirklich ein guter Gott ist, der zu seinen Verheißungen steht, dann werden wir erfahren, dass er uns segnen möchte. Und ich möchte jetzt heute in den nächsten zwei Botschaften die Schlüssel dazu mit dir teilen. Der erste Schlüssel, ihr Lieben, ist der 10. Davon lesen wir in Malachi 3, Vers 7 bis 12. Das ist der Schlüssel, der wirklich den Segen des Himmels öffnet und dir so viel Segen ausschüttet, dass du gar nicht mehr weißt, wohin damit. Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich auch euch zuwenden, spricht der allmächtige Herr. Doch ihr fragt, warum sollen wir umkehren? Darf ein Mensch betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten 10. Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stell mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr. Das ist die einzige Schriftstelle, die ich kenne, wo Gott uns sogar das Recht gibt, ihn auf die Probe zu stellen. Stellt mich damit doch auf die Probe, spricht der allmächtige Gott. Ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich dann den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Dann werden euch alle Völker beglückwünschen, denn euer Land wird ein Land sein, das Gott gefällt, spricht der allmächtige Herr. Als ich noch in Europa lebte, habe ich mich ziemlich geärgert, jedes Jahr, dass der Staat die Kirchensteuer einzieht. Es ist zwar nur 1%, aber mir war das so unangenehm, dass die mir vorschreiben, wie viel ich für die Kirche geben soll. Und als ich dann nach Amerika kam, war ich so dankbar, dass ich dieser Kirchensteuer entronnen war. Aber ihr Lieben, bald danach, es waren nur 2 Sonntage später, wurde eine Predigt über den 10. gehalten. Ich war entsetzt, denn ich kam vom Regen in die Traufe. Die Kirchensteuer war nur 1% und jetzt ging es um 10%. Dann sprach der Herr zu mir, du wolltest ja alles freiwillig tun, jetzt hast du deine freie Wahl. 10% von allem gehört mir. Ich kämpfte einige Wochen mit dem Entschluss, denn mein Gehalt war so gering, dass ich kaum meine Kosten decken konnte. Und so diskutierte ich mit Gott und sagte, ich will doch ein verantwortungsvoller Mensch sein und meine Rechnungen bezahlen. Wenn ich den 10. bezahle, dann ist es mir unmöglich. Doch immer drängender wurden die Worte des Herrn. Bring den kompletten 10. Teil deiner Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stell mich damit auf die Probe. Gerade dieses Stell mich damit auf die Probe sprang mich an und ich muss sagen, dass ich keine andere Bibelstelle kenne, in der wir sogar dazu aufgefordert werden, Gott zu prüfen und zu sehen, ob er dann die Fenster des Himmels aufmacht und uns mit Segnungen überschüttet. Es hat mich sehr bewegt, dass dieser Gehorsamschritt offensichtlich so viel auslösen kann. Ich habe dann im Glauben gegeben, den 10., aber da war mir auch noch ein Kampf, ob ich den 10. vom Bruttogehalt oder vom Nettogehalt geben soll. Und bald hatte ich den Eindruck, dass Gott mir sagt, willst du Bruttosegen oder Nettosegen haben? Natürlich habe ich mich dann für den Bruttosegen entschieden und von meinem Bruttogehalt den 10. gegeben. Ihr Lieben, bei allem, was wir sehen, ist die Ernte nicht am nächsten Tag. Es dauert manchmal Monate, auch Jahre, bis mir bewusst wurde, wie Gott mich segnet. Ich bekam plötzlich ein wunderschönes Haus mit einem lächerlichen Mietpreis, das ein Ehepaar gebaut hatte, um nach der Pensionierung darin zu leben. Der Mann starb jedoch vorzeitig und die Frau kam in ein Altersheim, so dicht, dass die Kinder es vermieten mussten. Und es war am Rande des Nationalparks, der Smoky Mountains in Tennessee. Und die gesamte Miete für ein vollständig
4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, riesigen Gartenhaus, war $100 im Monat. Ihr Lieben, es sind dann Wunder um Wunder geschehen. Nachdem ich bereit war, den 10. von meinen Bruttoeinnahmen Gott zu geben. Und auch heute noch habe ich einen Dauerauftrag auf meinem Konto, den 10. sehe ich gar nie. Der tut mir auch nicht weh, denn er gehört Gott und ich will nicht ein Dieb sein. So möchte ich jetzt heute Schluss machen mit dieser Botschaft, aber ich werde dir weiter berichten, wie du in den Strom des Segens Gottes kommen kannst. Und zwar in der Wahrheit, in der Liebe. Gott hat so viele Gelegenheiten gegeben für uns, ein Geber zu sein. Und ich bete, dass du von einem Konsumenten zu einem herzhaften Geber wirst und dadurch die Freude am Herrn erleben wirst, die Freude, wie Gott dich segnet, wie doch Gott dich versorgt, selbst in den schwierigsten Situationen. Shalom, Shalom.